heutigen Heimspiels gegen den TV Kalko Wittler. 1.195 Besucher sahen den 2:1-Sieg. Ja, bevor wir zu den Stimmen der beiden Trainer kommen, zunächst mal die Ergebnisse von den anderen Plätzen der Oberliga Niederrhein. Bereits um 19 Uhr unterlag Schwarz-Weiß Essen dem Wuppertaler SV mit 0:1. Der erste FC Mönchengladbach gewann gegen den ersten FC Bocholt 1:0. Der SC Düsseldorf West und die Zweitvertretung des MSV Duisburg trennten sich 0:0. Die Spielvereinigung Schonnebeck gewann gegen den VfR Fischeln 3:0. TuS Düsseldorf unterlag dem TV Jahn Hiesfeld 0:2. Der VfB Hilden gewann gegen Germania Ratingen mit 2:0. Die beiden anderen Begegnungen, ja, die sind verschoben. Einmal RWO2 gegen SC Kapellenerf ist morgen. Und Hönne-Berliner Mörder gegen der Busch ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Ja, jetzt zu den beiden Trainern der Mannschaften, die heute in der Rotburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Giuseppe Montalto und zu meiner rechten KFC-Trainer Michael Loris. Montalto, ich darf wieder zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel. Als erstes herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu meiner Mannschaft kann ich nur sagen, Hut ab, das was die Jungs heute hier geleistet haben, war alle Ehren wert. Wir haben uns gestern nochmal zusammengesetzt und haben ein, zwei Videos der Oerdinger uns angeguckt und haben dann eine Spieltaktik für uns ausgewählt, die in den ersten 20, 25 Minuten eigentlich relativ gut ausgegangen ist oder aufgegangen ist, haben dann versucht, über die Außenspieler zu kommen. Der KFC hat uns natürlich dann wieder nach hinten gedrängt, was wir auch erwartet haben. Und ich glaube, wenn wir das Spiel noch ein bisschen offener gehalten hätten, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen interessanter geworden. In der zweiten Halbzeit haben, ich sag mal, 2 bis 3 Minuten gereicht, Unaufmerksamkeit, das Spiel komplett zu drehen. Klar war uns auch, dass wir hier nicht ins offene Messer laufen wollten und aus einer kompakten Defensive unsere Chance gesucht haben, über die Konter, über die Außenposition. Und wenn wir in der letzten, ich glaube, 85., 86., der Maximilian Heckhoff statt den Kopf vielleicht den Fuß nimmt, dann steht es hier vielleicht 2:2, wir schaffen eine Sensation. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Mannschaft, mit der Leistung zufrieden, mit der Leidenschaft, mit dem sie heute hier aufgetreten sind. Wir haben es dem KFC sehr, sehr schwer gemacht. KFC hat uns laufen lassen, das wussten wir auch. Und die Jungs haben bis zum Schluss alles gegeben. Und wie gesagt, davor kann ich schon meinen Hut ziehen. Und macht eigentlich schon ein bisschen stolz, so eine Mannschaft mitzutrainieren. Danke. Vielen Dank, Herr Montalto. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Michael Boris und seinen Kommentar. Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen und fange ich mal diesmal ganz hinten an. Wir sind natürlich froh, dass wir hier 3 Punkte eingefahren haben, damit wir den Derby-Sieg nochmal mit 3 Punkten belegt haben. Ja, was soll ich von uns sagen? Sie haben es ja auch gesehen. Wir haben uns viel vorgenommen, wollen eigentlich diesen Druck, den wir gegen Fischeln gerade in der Schlussphase nochmal nach vorne gespielt haben, wollten wir auch gegen Kalkum hinbekommen. Wir haben sie gegen Gladbach uns angeguckt. Und dann haben wir den Standard nicht gut verteidigt, wo ich einfach auch schon vorher mal gesagt habe, in der einen oder anderen Situation, da muss ich angeschossen werden, da muss ich alles für geben, dass dieser Ball nicht ins Tor geht. Auf einmal steht es 0-1. Und dann passiert das, was wir nicht wollen, dass ein Gegner, der eh schon kompakt steht, noch kompakter steht. Und wir haben es dann richtig schwer. Ich habe erste Halbzeit 3, 4 hochkarätige gesehen, plus die Ecken, die wir nicht reingemacht haben. Ja, und dann waren wir in der Kabine und haben uns einfach vorgenommen, dass in Oberhausen stand zur Halbzeit auch 0-0, dass wir jederzeit in der Lage sind, 1, 2, eventuell auch 3 Tore zu erzielen. Und neben den beiden Treffern sind da auch noch 3, 4, 5 Chancen mehr hinzugekommen. Zum einen der Torwart richtig gut gehalten, zum anderen was er schon gesagt hat, wenn der Deckel da nicht drauf ist, kämpft Kalkum leidenschaftlich und schmeißt sich in jeden Ball rein. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Von daher sind wir unterm Strich mit den 3 Punkten zufrieden. Ich wünsche mir natürlich auch mal für meine Gesundheit, und jetzt bin ich 40, aber ich glaube, wenn ich morgen zum Arzt gehe, glaube ich 55, dass ich mal nicht so ein nervenaufreibendes Spiel habe. Für die Zuschauer natürlich mit Sicherheit spannend, aber glauben Sie mir, ich würde auch ganz gerne mal so 5, 6, 7 Leute auf dem Stuhl erleben, wo ich dann entspannt nach Hause gehen kann und weiß, dass ich nicht heute Nacht erst spät einschlafe. Von daher lassen Sie uns einfach die 3 Punkte genießen. Wir sind mit den Punkten nochmal zufrieden. Glauben Sie mir,
Wir werden auch da wieder dran arbeiten, uns versuchen zu verbessern. Und vielleicht habe ich einen ruhigeren Sonntag in Bocholt, aber unterm Strich 3 Punkte. Und ich glaube, in der Tabelle sind wir geklettert. Danke, schönen Abend noch. Vielen Dank, Michael Boris. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Kalkum, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Wollte mich freuen, Sie hier in anderthalb Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Zu Gast am 4.10. die zweite Mannschaft des MSV Duisburg. Bis dahin, alles Gute, schönen Abend noch. Tschüss. Danke.